Mitbekommen. Sicher? Habe ich was mitbekommen? Ja? Dann weiß ich nicht mehr, Digga. Du hast auf dein Handy geschaut. Wichser. Ah, verdammt, ich habe doch keinen Waffenschein. Aki, okay, danke für den Waffenschein. Nein, verarscht, die haben sie eben. Ey, yo, Mr. Voicecrack, wie wär's, wenn du dich verziehst? Yo, ey, ich wollte doch nur eh nicht fliegen, Mann. Chill doch mal. Alles gut, Perfekt. Herr Officer? Ja, ja, das ist. Supi, dankeschön. Dankeschön, na klar, natürlich. Ist das euren Heli? Ja, das ist der von dem Kollegen, der hier gerade vom Dach gefallen ist. Dann muss ich bitte einmal bitten, dass ihr den wegfliegt, ja, weil hier keine Landezone ist. Ich war schon froh, dass ich überhaupt gelandet bin. Ich muss. Soße, kannst du den vielleicht wegfliegen? Ich kann das nicht, Digga. Zu viel Risiko. Ja? Hey, wir haben Ali entführt. Ali? Ja, ja, das Mädchen, was wie Ali redet. Test, 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 Test! Tess! Tess! Ey! Digga, Danny, denkt wir von den 5 Subkes, Jungs, ihr seid doch geistkrank. Danke euch für die ganze Liebe. Ihr habt mich echt anal genommen. Wirklich, kann man offiziell sagen. Wurde anal in Jungfahrt. 35 Stunden, Digga. Digga, Winter Age, du fickst die ganze Zeit meine Mutter, ne? Wo seid ihr? Ah! Ich komme. Du bist im Krankenhaus. Ja, ich bin. Was macht Ricky? Ja, ich komme. Ja. Digga, Winter Age. Danke dir. Real Talk. Du hast so viel dagelassen hier. Das ist echt, ey, das ist Dave. Danke dir, Bro. Kuss. Dicke Liebe für Winter Age in den Chat. Kann man den Mechaniker rufen in der Luft? Wenn er da ist, ja. Steig ein. Sosa, steig aus. Ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, Sosa, du musst lebenslänglich den Kraft bleiben. Oh, danke schön, Cousin. Winterhedge, danke dir. Digga, wie viel habe ich? 06069. Ah! 36. Wie schön das wäre, wenn man lebenslänglich wach bleiben muss. Wie schön das wäre, wenn ich dir einfach mal in den Kopf schießen könnte. Boah, ich würde auch gerne mal Rick in den Kopf schießen. Hey. Ah, oh, Rick, by the way, ich hab was erfahren, ne? Du hast mich letztens mit dem Golfschläger erschlagen. Wer bist du? Dein Vater! Sam! Wer bist du denn? Ja, Sam, du hast eine Maske auf, Mann. Flieg doch zum Würfelpark. Ja, wo ist Olaf? Würfelpark. Was geht ab, Sam, Cousin? Alles bestens, Bruder. Wie geht's dir, Mann? Mir geht's auch gut, Cousin. Ja, freut mich, Cousin. So, vor allem, wenn ich ohne Kopfschmerzen fliegen kann, Cousin. Oh! Cousin! Chill! Wow. Was machst du denn? Pablito hat immer noch Ding. Ali im Schwitzkasten. Digga. Digga, Winter Age will wirklich meinen Arsch nehmen, ne? Can you stop? Und dann kommt Olaf noch? Ich ruf ihn mal an. Bevor die Polizei mich hier mitnimmt, Cousin.
Oh mein Gott. Für Party, Party, meine Marty, Party. Ah. Danke dir für deine 100 Subs hier in der Welt. Digga, du hast alles gefilmt. Hey Sosa, weißt du, was ich hoffe? Was? Dass du bis Neujahr wach bleibst. Schnauze. Ich glaube, das könnte sogar hinkommen. Das wäre ein Traum, Mann. Das könnte sogar wirklich hinkommen, Kollege. Lass mich in Ruhe. Ist er schlafen? Soll ich ein bisschen Musik machen, Jungs, für die Vibes? Ich ruf kurz Tessa an. Ich glaube, da ist doch Olaf, oder? Ja, ich glaube, er ist schlafen, ne? Ja, er ist schlafen. U6, U6, 9. Ey, unten ist, ey, geht mal runter, Da ist Papito mit Ali. Mann, Tessa, Alter. Mach mal wieder 069er. Ja, komm mit, komm mit. Max, wo ist denn auch für deine 10 giftet, Digga. Warte mal ganz kurz, seltenes Ding, Pablito. Ich bin dein Zuhälter. Deutsche Rap ist mein Bordell. Welcome to 06069. Oh. Komm schon, 5 bitte die 40 Grad. Oh. Was? Hey, die Bundeswehr hilft das gar nicht. Ey, der hat mein Heli kaputt gemacht. Geh reparieren. Ich hab nur 1500. Auf Konto? Ja. Wie auf Konto? Ich hab nur Geld auf Konto gesehen. Ich bin beim Krankenhaus aufgewacht. Ja, warte, lass mich bezahlen einfach. Aber ich muss dafür ansteuern. Digga, Winterheld, danke dir für diese ganz Liebe. Er hat 700 Subs gegiftet. Er hat meinen Arsch komplett genommen, offiziell. Ich muss einsteigen. Ich weiß, ja. Lass mir einsteigen. Steig ein. Ey, Rick, wenn du einmal anrufst, lass doch durchgehen. Mach mal wieder Dings an. Wieder Musik, alte Musik. Kinderserie. Wir kommen jetzt wieder zu euch, Kollege. Guys, ich habe bis jetzt keine neuen genommen, Kollegen. Egal, mach irgendwas. Ich soll es. Okay, warte. Der Typ ist cool und er weiß, was zählt. So jung und schnell, wie er es aus der Welt. Lasst euch nicht erschrecken von dem American Dragon. Zu sehen, wer es mit dem gekämpft ist, ein Abenteuer. Drachenmaul, Drachenschwein, Vorsicht, der spuckt Feuer. Ganz ungeheuer, American Dragon. American Dragon. Er heißt American Dragon. Macht Drachenkarriere, macht groß, was er will. Er drückt sich nicht vor seiner Pflicht. Wenn sein muss, tritt auch ins Rampenlicht. American Dragon. Hier ist Drache, diese riesige Stadt, weil New York sonst ziemliche Probleme hat. Oh. Ja, wir hören sie nicht, Kollegen. Wir fliegen eh weg. Abhauen hier von der Kreuzung. Dein Aufschrei, danke dir für deine 25 Gifte. Kuss, Bro. Moment. Hallo, Jungs. Oh mein Gott, das sind gleich wirklich 40 Stunden, Kollegen. Ja, ist das ganz Neujahr. Das ist richtig. Ey, aber wir können Silvester zusammen feiern. Oha, ja, was ich feier feier schon mit deiner Mutter, Mann. Alleine. Oh. Ey, warum gehst du direkt auf Mutterbaum, Digga? Was ist los mit dir, Alter? So schwach von dir. Er ist richtig sauer deswegen jetzt. Ja. Nee, ich bin eigentlich voll fröhlich. Toxic. Du bist safe. Die Idioten könnte nicht mal. Ich sag 24 Stunden könnte die nicht mal. Toxic. Ja, natürlich, das kann. Guck mal, 200 Stunden nicht, aber 24 gibt's. Ey, hätte ich die Lage dazu, ich schwür's machen, Junge. Warum hast du die Lage nicht? Ja, nicht jeder ist reich, ne?
Ich bin auch mal Schlucker. Was hat das damit, was hat das damit zu tun? Das hat damit nichts zu tun, Cousin. Ich habe einen Ausrind. Ich habe keine guten Organe. Wenn ich umziehe, dann kann ich machen. Der steht dir. Bei diesem Apartment sind zu viele Dings Nachbarn, wisst ihr? Hä? Und? Du kannst doch jetzt aber auch GoPro Cousin. Ja, aber doch nicht 24 Stunden, Bro. Ja, chill, das ist nur einmal über eine Nacht. Das ist ja gar nicht so schlimm, Cousin. Ja. Okay, wenn ich umziehe, dann kann ich es machen. Hä? Ja, okay, weißt du was? Scheiß auf euch, Digga. Ja, wirklich, du kannst gar nichts, Alter. Digga, ja, weißt du was? Ja, danke für die ganzen 100 Bits. Okay. Ja, moin. Okay, okay. Hä? Oh mein Gott. Hä? Ich bin noch hier drin, aber. Hört ihr mich? Du bist gleich dort sein, warte. Ja, du musst gleich einmal aussteigen. Du musst landen und einmal aussteigen. Sondernot, danke dir. Ey Jungs, ich hab die Matrix gesehen. Ja, aber schau mal. Jalla, lass Juwelierraub machen. Echt jetzt? Ja, warum nicht? Ich muss aber gleich los, Cousin. Wann? So in 20 Minuten, Cousin. Ja, dann. Lass mir ein paar Blito machen. Aber können wir morgen einen machen, Cousin? Fahr zum Auto aus, lass BF holen. Ja, ja, morgen, weiß nicht. Hey Jungs, ich hab mich gekriegt. Oder heute Abend? Ach nee, du machst. Ja. Rick, sei ehrlich, hattest du Angst, dass ich fast auf dich geflogen bin, Cousin? Ja, na klar, hatte ich Angst. Ey, Sosa, wir müssen mal mit ihm unter den Tunnel fliegen, Cousin. Ui. Ja, mach. Wo ist dieser lange Tunnel von Netzens, Cousin? Digga, hab ich wirklich 40? Ey Mann, ich hoffe Tessa kommt heute, Alter. Die wird gar nichts kommen, Alter. Weißt du warum? Sie ist gerade auf einem anderen Schwanz unterwegs. So Unrecht hast du auch nicht, Alter. Sie meinte, Slicky ist für sie immer im Herzen und so. Slicky? Ja, so ein Slicky Typen, oder so. Den Typen, den ich letztens als Geisel genommen hab. Der hieß auch Slicky. Der Loser hat sie dir ausgespannt, oder was? Der Alter, hat so Alter, du hast auch gar nichts drauf, Mann. Verdammte Scheiße, Alter. Wie kann man auf so einen Typen stehen, Mann? Ich bin hier. Ich hab eine Idee, Kube. Kannst du gar nicht. Ihr nehmt mich als Geisel und tut mich erste Forderung abgeben, Kube. Was? Guck mal, du nimmst mich als Geisel und bei der ersten Forderung gibst du mich ab, Kube. Das dauert zu lange. Wenn du 20 Minuten los warst, reicht nicht. Okay. Soll ich euch meinen BF auspacken? Ja, mach mal. Oh. We have three pusher and you're doing nothing, man. Ja, ja. Aber Silvester können wir hier feiern, ne? Play better, you fucking oder? Ey, Susa, eine ernst gemeinte Frage. Jetzt mal wirklich ernst. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wenn du bis Silvester wach bleiben musst, ja? Feiern wir Silvester hier oder gehst du zurück da, wo du herkommst? Can you stop? Hä? Du machst draußen was. Würdest du hier Silvester feiern? Bruder, willst du hier? Bruder, willst du hier? Willst du hier Silvester feiern oder ja, was? Ja, wir feiern einfach Silvester, Mann. Hey Rick. Bruder, Rick, gerne. Also wirklich. Also oder geh schlafen. Bruder. Geh schlafen. Leg dich hin. Leg dich echt hin. Oder ich komm nach leg Stuttgart. Leg dich hin, Bruder. Leg dich hin. Ja, wir kommen alle nach. Mit Pablito in Stuttgart machen wir ein Treffen, Cousin. Digga, er will. Bruder, er will in GTR Silvester feiern. Bruder, er will Böller hier zünden, Digga, auf Parkplatz. Er will sich richtig freuen, dass Neujahr ist, Digga. Nein, ich meine nicht. Er feiert richtig ab, Digga. Er ist richtig am Tanzen hier. Er freut sich richtig auf Neujahr. Er hängt hier, er guckt in Luft und er macht sofort. Er macht so Dings.
So Sachen, die er dieses Jahr erreichen will und sowas, alles. Packen wir auch eine BF aus. Meine ist nicht jemand, meine ist der Wippepark. Pack Witz, danke dir für deine Zeit. Wir machen den Helikopter auf, den komm. Nein, 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 warte, ich hab. Was? Hey, Rick. Yeah. Ey, fahr mal zum Juwelier schon mal. Ich ruf Pablito an. So, wann hast du zum Geburtstag? Komm, Rick, steig ein. Verdammt. Steig bei Cousin. Ich ruf mal Pablito. Ja, Cousin, komm, lass Juwelier gehen. Oder sollen wir da sein, ne? So, ich bin gleich weg, aber komm her. Ich kann gar nicht aufsteigen. Pablito! Hola. Jala, wir machen einen Raub. Das okay, deiner, ich hab schon eine Geisel. Okay, komm, Juwelier, ich hab schon zwei BFs. Okay, bis Jack. Gleich. Ja, bis gleich. Ey Jungs, ich hänge gerade zu Hause. Ich bin kurz in Funk gekommen, weil ich gerade ein Dings hatte. Ein Vorfall ist sehr wichtig. Esse ich jetzt die Chicken Nuggets oder esse ich erst den Burger? Was sagt ihr? Ah, erst die Nuggets, Mann, habe ich mir schon gedacht. Krankenhaus und da ist die Juwelier, glaube ich. Digga. Hä? Five M hat sich geschlossen. Ich hab wirklich ernst. Ich schwör dir, wie viel redest du, verdammt, die Scheiße, sei zurück, verdammt, die Scheiße. Holla. Was ist los? Holla. Wo bist du, verdammt, die Scheiße? Bruder, mein Kopf ist am Explodieren gewesen. Jetzt bin ich wieder reingekommen. Was? Ich bin gerade beim Autohaus. Ich hole gerade die BF, dann fahre ich zum Juwelier. Ja, das Problem ist, Polizei ist da und keiner ist da, verdammt, die Scheiße. Habt ihr keine Geisel? Doch, ich hab, aber wenn ich jetzt allein laufe, bin ich alleine, verdammt, die Scheiße. Wo, wenn du rausläufst? Was? Wo bist du denn? Ich bin hinter Juwelier, verdammt, das heißt. Ja, geh doch rein, Cousin und so sind doch da. Echt? Ja? Yeah. Cousin? Ach du Scheiße. Fing an. Ja, alles klar, bis gleich. Digga. So, jetzt geht das. Ey! Lass mal BFs tauschen. Nimm du meine, ich nimm deine. Alles klar, Digga. Hä, wisst ihr warum? Wegen Kennzeichen. Damit ich nicht gefickt werde. Aber hier ist gar kein Kennzeichen dran. Ja, reibt's mir noch unter die Nase, die 40 Stunden. Game 6. Bro, he's gonna kick back. Mm-hmm.
Oh, guck mal, Pablito, Pablito schreit schon wieder. Guck mal, Pablito. Ich höre ihn von hier, Digga. Nein, ich wollte die Kunde schon aufpassen. Pablito! Pablito! Si, si, si. Bruder, man hat dich wieder aus 10 Kilometern gehört. Nicht besser ist. Nein, nicht dein Ernst. Doch, besser ist. Ach du Scheiße, wissen ja, die, dass ja. Ich hier... Ey, halt die Zähne Schnauze, verdammt, bevor ich es kalt mache. Wer ist das? Wer ist das? Egal, verdammte Scheiße. Scheiß mal drauf. Ey, ich schwöre... Hab ich nicht gesagt, ein Wort noch, ich mach's dich kalt, verdammte Scheiße. Ich seh so die Schnauze, sie. Si, Signor. Hast du mich verstanden? Si, Signor. Verdammte Scheiße, so jetzt, Wer ist das? Das ist so eine alte Bekanntschaft, sag ich mal. Alte Bekanntschaft, ah. Si. Nicht in dem aber Sinne. Die verfolgt mich, die stalkt mich, verdammte Scheiße. Was du sagst? Ich muss das dich kalt, sei du. Dann war aber keine Scheiße. Warte, mal, hey, guck, ich zeig dir was, okay? Und dann, ja. Sosa, dann sagst du selber, ich lass dich jetzt los und dann, erstens, mach deine Maske ab, zweitens, stell dich mal hin. Sosa, guck mal, stell dich mal neben mich. Guck mal, wie die steht, verdammte Scheiße. Fällt dir was auf? Nee, was los? Guck, die ich steht, sag doch, ist normal. Wie, die fällt nicht auf? Achso, hier steht normal. Gleich. Die ja, steht wie ich, verdammte Scheiße. Aber sei mal ehrlich, Sosa, das hat schon was so, ha? Zwei so... Halt die Fresse, warte nicht. Du weißt genau, wie ich drauf bin. Also sei ruhig lieber. Ey, hör mal. Ja, jetzt nimm mich einfach wieder her und. Du bist nicht in der Lage, hier irgendwas zu sagen, verdammte Scheiße. Okay. Sosa. Hä? Ich glaube, coole Brille. Ich glaube, nach dieser Aktion packen wir die mit, verdammte Scheiße. Wollen wir die als Geisel nehmen? Plan B. Ja, Geisel und dann nehme ich sie mit. Oder stell sie mal in die Ecke, lass mal unter vier Augen ringen. Ja, sie. Tot. Oder wir können die nicht als Geisel nehmen. Warum? Oder sie weiß unseren Namen, weil du gerade Sosa gesagt hast. Ich bin bei der Bundeswehr, du Idiot. Oh, du Scheiße. Okay, dann soll ich sie abknallen. Die weiß jetzt so viel. Ich mach sie kalt, die weiß so viel, Mann. Ach, du Scheiße. Was bin ich für ein Idiot? Ich weiß nicht, warum ich manchmal so idiotische Sachen mache. Mann, was du kannst sie doch nicht abknallen, Mann. Doch, ich muss sie kalt machen, Sosa. Das geht nicht, Mann, du kannst sie nicht kalt machen. Warum nicht? Glaubst du, sie snitcht? Natürlich, Mann. Natürlich, verdammte Scheiße. Du sollst stehen bleiben, verdammte Scheiße, haben wir das nicht gesagt? Si, Signor. So, komm her. Dankeschön, Dankeschön. So. Ey, was wollen wir jetzt? Ich würde dir meine ganze Neffin geraubt, verdammte Scheiße, Mann. Ja, bitte, bitte, Taser dir aus Prinzip, ich schwöre. Ich weiß nicht. Guck mal, guck mir an, verdammte Scheiße. Ich wollte, aber das Einzige, ich schwöre, was ich an der mag, ist, guck mal, wie sie steht, so. Ja. Das ist meine perfekte Partnerin, verdammte Scheiße. Frag sie doch mal, ob sie auf... Guck mal, wir drehen jetzt die Story. Frag sie, ob sei richtig nett zu ihr und frag, ob du auf ein Date mit ihr gehst. Und dann gewinn ihr Vertrauen, dann snitzt sie nicht, weißt du? Okay, sie. Okay, wir gehen jetzt hin, ja? Sie, okay, warte. Zieh die Schuhe an, Mann. Ja, verdammt, geht nicht. Wegen Fabio und so, du weißt, warte kurz. Warte. Hola. Komm mal wieder hier rum. Guck mal, was ich für dich habe. Du kleiner Puffer, trau dich. Nerv mich nicht.
Nimm mich als Geisel und mach die Scheiße zu Ende. Mach die Scheiße zu Ende. Guck mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst die Dose oder ich muss dich kalt machen. Mach mich kalt. Echt? Si, Senor. Si? Du bist echt kalt. Du bist sterben, lieber. Als die Dose zu nehmen. Si, oder? Verdammte Scheiße, rede ich. Kurz, warte kurz. Ich weiß nicht, wie das heißt. Warte kurz. No, ich mach das. Wir machen das jetzt anders. Ich hab's schon verstanden. Hermano, mach dir keine Gedanken. Ach, Scheiße, Mann. Mach dir keine Gedanken. Ich klär das jetzt mit der. Gar kein Problem. Die wird uns vergessen, verstehst du? Oder gewinn die Liebe fürs Leben für dich. Nein, Junge, nein. Achso, Auto kannst du mich wegbringen. Ich brauche einen Helikopter. Ich bin nicht dumm, macht mir keine Hoffnung. Ich weiß, dass er mich gleich irgendwo hinbringt. Keine Ahnung, wohin. Denkst du, ich denke, er will was von mir. Doch, er will wirklich was von dir. Das ist kein Witz. Hör mir zu, er hat gerade noch mit einer Frau geredet. Was hat er umgekünscht? Echt jetzt? Sie lügt, mal verdammte Scheiße. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich kann das erklären. Weißt du, was das war? Weißt du noch, als wir unseren Hermann aus dem Knast geholt haben? Handverrutscht. Ja. Warte, hör doch mal zu. Und als wir doch diese Bundeswehrlerin hatten, weißt du noch? Ja. Und als wir aus Versehen mit dir aus dem Heli gesprungen bin, weißt du noch? Ja. Das haben wir besprochen. Mehr nicht, verdammte Scheiße. Und dann ist ihre Hand ausgerutscht bei ihm. Weißt du, was ich meine? Oh. Ja, aber was kann ich dafür, verdammte Scheiße? Jetzt nerv mich nicht und versuch es nicht, Babito. Ich sag dir ehrlich, das erste Mal... Weiß deinen Namen, du Idiot! Herr, hat er ja gesagt. Ja, sie weiß sie. Ich weiß alles. Weißt sie mein weiß Name. Alles über mich, verdammte Nein, Scheiße. Eigentlich nicht. Ich weiß Doch, gar nichts. Doch, sie hat gehört, ich, Mann. Ich, was hab ich? Nein, sie weiß... Weißt du meinen Namen? Nein, wer bist du? Ich kenne gar nicht viele. Ich kenne ihn noch nur von früher. Schwör auf alles, du weißt meinen Namen nicht. Schwören? Yeah. Schwören tue ich nicht. Ich tue Lügt, Versprechen. Mann, ich schieße dir gleich in deinen Scheißkopf. Entweder schwörst du oder du schwörst nicht. Ich schwöre nicht. Ich ja, ich, dann muss ich dir in deinen Kopf schießen, weil dann weißt du zu ich viel. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dein, dir. Dein Wort hat zu viel Gewicht wie keine Ahnung, Alter. Ja, also. Ey, Mann, der kannst du doch nicht vertrauen. Dein Wort hat zu viel Gewicht wie deine Titten. Gar nicht. Hallo, ja, besser ist. So, verdammte Scheiße, du hörst mir jetzt zu, ja? Ja? Du weißt hier definitiv zu viel. Ja, okay. Deswegen, cool, entweder du nimmst meine Rose oder du nimmst die Kugel. Ich kenne seinen Namen doch eh von egal was. Nein, guck mal, ich sag dir ehrlich, als ich dich gesehen hab, das erste Mal, wie du da gelaufen, ne, bist, genau so wie ich, verdammte Scheiße. Da wusste ich, verdammte Scheiße, da hab ich uns zwei kennst so gesehen. Kennst du eigentlich noch meinen Namen, Warte, lass mich mal ausreden. Nein. Da hab ich uns zwei Warte gesehen, mal, wie ist ihr Name, Bob? Wie ist ihr Name? Darf ich ihm meinen Ausweis geben, bitte? Sag ihn nicht, sag ihn nicht. Lass mich los und ich gebe ihm meinen Ausweis. Wem? Ihm. Sag deinen Namen, sag deinen Namen. Sag ihm. Nein, ich will dir meinen Ausweis geben, weil da stehen noch viel andere Sachen. Deswegen. No. Ich habe keine Waffen, nix. Gib mir deinen Ausweis. Ja, meine ich ja. Lass mich kurz los. Lass mich jetzt mir Ausweis geben. Halt die Waffe an den Kopf, gib mir deinen Ausweis. Ja. Keine Reaktion, okay? Einfach nur angucken. Warte. Merkt ihr das? Warte, ich hab's noch nicht gesehen. Warte. So ist. Oh mein. Cool, ey. Bruder, das ist ein Typ. Was? Zeig dir das. So. Pablito. Si. Bruder, sie hat untenrum größeren Hänger als du, du Idiot. Bruder, das ist ein Typ. Der ist gefälscht. Das ist Digga. Ach, aber mein Name. Hey, er heißt Big Mo, ne? Big Mo, weißt du, was das heißt? Er hat untenrum so ein Ding hängen, du weißt gar nicht. Größer als du. Ich sag dir so, wie es ist. Das ist gefällt. Ja, ich hoffe, du willst ihn nicht mehr von mir. Ach, du Scheiße. Okay. Kein Wunder, warum sie so läuft, Alter. Nein, ist eh gefällt. Dafür mach ich es nicht kalt, ich schwöre dir. Okay, besser ist. Lass mir die hoch. Ja, unten findet mich, Mann, das ist schlecht. Da waren Opas, Hermann. Kopas. Jo. Wie viele seid ihr eigentlich? Du kommst nicht hoch. Kommst du mal her? Ja, er kommt. Aber mal. Ich kann nicht loslassen, warte. So, jetzt warte. So. So, sie soll hoch, komm hoch.
Ey, hast du ein Messer für mich? Oder meinen Golfschläger? Kannst du den zurückgeben? Irgendwie? Ich brauche einen Golfschläger. Am besten. Nimm noch meine Karabiner. Nein, ich brauche deine Karabiner nicht. Komm her jetzt. Scheiß mal auf Karabiner. Er hat meinen Golfschläger, den brauche ich zurück, das meine ich. Ich bin im Minus. Aber sag mir ehrlich. Big si, Mo. Senor. Was ist denn los mit dir, Alter? Mit mir ist gar nichts. Ehrlich, hast du einen Moment. Sag ehrlich, wie viele Zentimeter hast du? Hab ich nicht. Alles gut. Hab ich nicht. Das hättest du mal gern. Hola, Senor. Ey. Ja. Oh Gott, jetzt hängt schon wieder die Maske. Ich mach dich jetzt kalt. Du kommst hier nicht drüber. Also hier. Es ist mir scheißegal. Ey, ich wollte nur erwähnen, Pablito, du warst in den Typen verliebt, ja? Ich bin kein Mann, aber egal, das können wir so stehen lassen. Ich bin zwar kein Mann, aber das können wir so stehen lassen. Ich schwöre, ich knall dich auch ab. Pablito steht offiziell auf Schwänze. Du hast gesagt. Warte mal, ich ruf mal Dings an. Ich ruf mal Frank an, das muss ja weitergeleitet werden bei dem Platz. Ey, ich schwöre, ich knall dich ab, verdammt. Mach das bitte, sag ihm das bitte. Ey, so ist, warte mal. Du lachst doch selbst. Warte. Oh, weißt du, das ist Lache, verdammte Scheiße. Das hört man doch raus. Play better, you fucking noob kid. Wenn du verstanden hast. Wie bitte? Du hast schon verstanden. Was hab ich verstanden? Ja, du hast schon verstanden. Was hab ich verstanden? Ey, Sepp! Hä, was sagst du? Pablito hat gerade eine Geisel genommen. Ey, ein Mädchen. Ey, don't. Ja. Ja, und dann hat er ihr so die Liebe gestanden und sowas, hat sie gesagt, wollen wir, hat diese Rose gebracht und so, weißt du, wie ich meine? Ja, Romantik. Bleib hier, ich weiß nicht, was du sagst. Sie hat mir einen Ausweis gegeben, er ist einfach ein Typ, er heißt Big Mo. Du bist so uncool, warum bist du so uncool? Ey, Lauter, bitte. Einfach Big Mo. Wo ist der, ich flieg zu dem hin, wo ist der? Wir sind neben Krankenhaus. Komm, okay, komm, Jala. Ich komm mit dem Helikopter, ich konnte das nicht. Ja, komm her. Ich küsse doch dein Herz. Ey, ich will was wollen. Bist du so ein Selbstverräter? Du bist so ein Ehrenmann. Kinder, Junge. Ey, warum bist du so ein. Egal, was, ich kann das zwar vergessen, ne? Ich kann das zwar vergessen, aber den Namen vergesse ich nicht, Pablito. Du wirst alles vergessen. Nein, ich kann nichts vergessen. Sieh, du wirst alles vergessen. Doch, ich kann deinen Namen wirklich nicht vergessen. Das geht einfach nicht. Du wirst alles vergessen, was mit mir zu tun hat. Hast du mich verstanden? Ja, ist mir eigentlich egal. Eigentlich. Aber sag ehrlich, wie fühlt sich Big Mo an von hinten? Halt die Fresse, du kleiner Goofy. Das Problem war sie. Hermano. Das Problem war, du hast falsch verstanden, Mann. Er wollte gar nicht. Sie er meint wollte nur, nicht. Erstens das, zweitens, ich wollte sie nur leben lassen, verdammt. Das heißt. Und das andere ist. Ich glaube, was meintest du? Da ist doch ein Fehler mit deinem Sales-Ausweis, oder nicht? Nein, ich habe ihn gefälscht. Ey, yo, wir sind genau im Gebäude frontal von euch. Hier. Guck. Ich bin im Heli. Ich flieg. Guck mal, wie ja, hier. Genau da, wo deine Schnauze lassen, zeigt. Hier. Ich komm, bist du hier? Hier. Siehst du mich? Ja, Sosa, ich muss bitte dann. Das bis gleich. Amena! Ja! Wahrscheinlich schwarz. Abo! Der wird so explodieren, ne? Kann er überhaupt. Ich sehe es leider nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Wer fliegt da bitte? Sag mir mal. Kann ich nicht sagen. Ey, das wird nicht gut gehen. Wer hat die Sperrzone? Wer hat das gerade gesagt? Oh mein Gott, kommst du unter uns, Sosa? Nein. Halt mal. Oh mein Doch, Gott. Ich hab oh was gehört. Ey, die müssen uns holen. Am Nachkommen! Ich hab doch. Sepp! Lass mich los, sonst könnt ihr nicht auf die Leiter halten. Nein, wir können rein. Lande! Hier sind Cops! Bruder, lande doch! Ich schwöre dich! Bruder, lande! Bitte! Bitte lande! Los, Kim! Komm runter! Warum sagen die ganze Zeit Sass? Los, Kim! Bruder, nein! Bleib, Polizei! Ich hab's überlebt! Stop pingen, das Alter! Lass mich runter, der steht da, du! Vollung! Den bleiben die Personen noch was durch. Ich schieß dich ganz kurz durch, lass mich! Bleib locker! Gib mir eine Waffe, gib mir eine Pistole, Junge! Ey, wenn die kommt, dann ist die Geisel tot, verdammt, ist das! Habt ihr mich verstanden? Wie geht's dir? Wer bist du jetzt? Habt ihr mich verstanden? Du bist der Herr Meier? Ich bin eine Geisel, hier!
Mir geht's super und dir. Ey, Mo, wenn du jetzt deine Snow zählst, ich mach dich kalt. Aber er redet doch mit mir. Die haben mich als Geisel! Die haben mich als Geisel! Guck, er sagt, ich darf reden. Wie heißt denn du, junge Dame? Ich heiße Big Mo. Sei Geisel! Bitte kommen Sie nicht rein, wir werden sonst erschossen! So, was soll ich auch so machen? Ich kann nicht lauter reden, lass mich los und mach. Warte. Ey, was machen wir jetzt? Ahnung, Mann, warum bist du auch nicht nur wie ein normaler Mensch gelandet? Wenn die Checker sind, dann. Lassen Sie die Geisel gehen. Weißt du, was ich habe mich mitgenommen, bitte, ja, bitte helfen Sie mir. Bitte, Lingling, helfen! Lingling, Geisel, Alto! Hä? Alto! Oder was ist hier los hier? Warte, lass mich kurz reden. Ich brauche Hilfe, bitte. Was soll ich sagen? Sag es mir und ich sag's. Bruder, wir können doch nicht alle Geisel sein, seid ihr dumm? Warte, ich sag ihn, der ist runtergesprungen. Warte. Sag ihn, der ist runtergesprungen. Helfen Sie mir! Ich konnte fliehen! Ich glaub, der Geisel in mir. Der Geisel in mir ist weggeschwommen. Die Frau hat eine Waffe, bitte machen Sie was. Die Frau hat eine ich Waffe. Ich hab gar bitte. Nichts gemacht! Hilfe, bitte. Oh. Hallo, ich bin von der Bundeswehr, Big Saucer. Der Geiselnehmer ist geflüchtet mit einem Fallschirm in die Richtung. Ich muss Sie einmal kontrollieren, bleiben Sie mal kurz. Jo, können Sie machen. Ich bin von der Bundeswehr, Big Saucer, mein Name. Kennen Sie mich? Sie sind festgenommen, Sie sind verdächtigt, Sie sind beschuldigt einer Straftat, Sie können sich dazu äußern, müssen aber nicht. Sie waren die Geisel, laufen zum Igel. Hey, ich war auch die Geisel! Sie waren die Geisel, laufen zu den Posten. Ja, aber Sie waren... Oh mein Gott, ich küsse dein Herz. Oh mein Gott. Ey, was mache ich jetzt? Ich hänge hier immer noch dran. Hä, das geht nicht. Das geht nicht, ich sehe dich nicht, ne? Ich muss powernappen, glaube ich. Ja, mach einfach, der ist jetzt tot. Ja, er ist ja tot, also können Sie... Ja, ich muss powernappen. Gute Besserung, der, ja? Seien Sie nie naiv. Eine Frau ist genauso stark wie ein Mann, falls Sie mich hören können. Ah, ich sehe dich jetzt. Digga. Why you push, guys? Digga. Ich hab meine Rechte schon 25.000 Mal vorgelesen bekommen. Ich brauch das nicht jetzt jedes Mal vorlesen bekommen. Na, aber bitte holt mich da raus. Bitte. Herr Officer, hier bin ich. Ihr. Helfen Sie mir. Was soll stehen bleiben, Mann? Ich bin auch zu Ihnen gekommen, verdammte Scheiße. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sind erstmal sind Sie kommen Sie hier runter. Nimm Sie die Hände hoch. Ja, entspannen Sie sich, drei Officer, verdammte Scheiße. Ich würde ja nicht zu Ihnen laufen. Mein Gott, scheißen Sie sich nicht in die Hose. So, alles klar. Handschellen sind dran. Bin ich mit Ihnen runter? Na, am besten aber durchsuchen. Durchsuchen, ja. Und wenn daher nichts. Alles klar, der Herr hat so einiges dabei. Karabiner, Taser, Golfschläger, Brecheisen. Ja, aber ich bin auch bei der Bundeswehr. Das ist aber richtig, Sie müssen offensichtlich gerade nicht im Dienst. Ja, verdammte Scheiße, aber ich habe gerade die Waffen bekommen. Weil ich durfte keine Waffen von denen, weil ich neu eingestellt wurde. Ich musste mir privat, ihr Dings, Waffen besorgen. Können Sie mein Dings Also fragen? Wenn wir jetzt in der Bundeswehr fragen und das so geschädigt wird, dann können wir das so machen. Wir würden aber dann einmal das erstmal überprüfen. Das müssen Sie auch verstehen. Fragen Sie, warte mal, wie hieß der nochmal? Warte mal, ich muss gerade überlegen. Wie hieß der Typ nochmal? Ich weiß nicht, ob er gerade da ist. Er hat gesagt, ich muss meine eigenen Waffen besorgen. Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit O. Heugassen oder so. Heugassen. Irgendwie sowas. Rufen Sie den an, der weiß das. Geht jetzt einfach Ihr Dach runter. Hier weg ist nein. Wir sind ja offen, hier sind die ein bisschen offen. Ja, sehr gut, Alter. Nimm meine Handfesseln ab, Alter. Ich will nicht gesniped werden. Versteckt euch wenigstens, ihr Idioten. Oh, der kommt ja aber mit. Ich komme nicht rüber.
Machen Sie doch meine Hand fest, als wenn ich jetzt zwischen würde. Können Sie den einmal abführen und mit runternehmen? Ich führe sie einmal mit ab, tut mir leid, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Ups. Kommen Sie durch? Ja. Ich glaube, Leiter müssen Sie mit Handschellen gehen können, oder? Nein, ich fall runter. Probier es mal kurz zusammen. Halten Sie sich bei mir fest. Das klammern Sie. Gehe vorsichtig runter. Verdammte Scheiße, warum werde ich überhaupt festgenommen? Und diese eine Alte wurde nicht festgenommen. Herr, könnten Sie kurz, danke. Die eine Alte wurde nicht festgenommen. Und was passiert mit der Alten? Die wurde auch festgenommen. Ja, aber sie wurde nicht als erstes festgenommen und sie hat danach den Polizisten erschlagen. Mit einem Kollegen von euch. Verdammte Scheiße. Auf dem Dach. Snitch, die wissen das doch, seid ihr dumm? Ich 31er, Idioten, die wissen das doch. Das Problem, der Herr ist ja von der Bundeswehr. Uh-huh. Und der hat seine Dienstwaffen hier dabei. Wie soll ich vorgehen? Ja, deswegen, ich war mir auch nicht sicher. Dann freilassen. Melden Sie es der Bundeswehr, gehen Sie in den Bundeswehrfunk. Okay, solange wir... Ja. Nein, Mann, ich soll mir Dings... Hallo, vom Auto lassen Sie mich auch mal ausreden? Ja, machen Sie. Dieser Herr, wie heißt er mal? Kennen Sie Herr Holgersen? Der hat zu mir gesagt, ich krieg keine Waffen von der Bundeswehr, also muss ich mir selber welche besorgen. Hat er wirklich zu mir gesagt. Wie, ja, nee. Das hat er zu mir gesagt, was soll ich machen? Lernen Sie das mit deinem Toast ab. So. Okay, also an den Kollegen, gehen Sie einfach in den Bundeswehrfunk, sagen Sie denen kurz Bescheid, dass Herr Sosa mit Dienstwaffen außerhalb vom Dienst herumgelaufen ist oder mit eigenen Waffen, die nicht Dienstwaffen sind. Keine Ahnung. Könnten Sie hinter mir vielleicht bitte einmal einen Schritt weg? Sonst kann ich die Dame nicht rausholen. Ich bin doch eine Geisel, warum werde ich überhaupt festgenommen? Sie werden ja nicht festgenommen. Ich frage das erstmal nach. Wenn das so ist, dann sind Sie bisher noch keiner Beschuldigter. Bisher klären wir ja nicht, ob Sie festgenommen werden oder nicht, sondern ob Sie erstmal die Waffen hier haben. Ja, ist die Hinterwagen frei? Ja, dann setze ich Sie einmal kurz hier ein, dann bitte ich Sie, sich den Kopf einzuziehen, während ich Sie reinsetze, nicht, dass Sie anstoßen. Ich bin festgenommen. Warum bin ich direkt festgenommen? Sie sind nicht festgenommen. Ich muss es erstmal erfragen. Ich habe Handschellen an und bin hinter Ihnen. Ja, warten Sie kurz. Ich kläre das kurz. Wenn es war, dann spricht Sie ja schneller raus, dass Sie schauen können. Warten Sie kurz. Oh. Digga, warum ist das so eskaliert hier? Eigentlich sollte das nicht so eskalieren hier. Fucking Sleeper, man. Luxen, danke für deine 2 Monate. Digga, was ist denn das? Yo, hallo! Ich brauch was zu essen! Ali, komm mal her! We need your fucking flesh, what the fuck you going? Kollegen kommen von Ihnen. Von mir? Ja, also von der BW. Achso, ja. Können Sie mich hier rauslassen wenigstens? Kollege, kommst du einmal mit zum Auffassen? Warten Sie kurz. Sie kommt frei, Digga! Und dann will mir einer sagen, dass sie keinen Hass auf mich haben. Junior hat die Arme durchsucht. Tittenbonus. Ja,
Ja, ich freue mich für, natürlich. Aber ich denke mir halt einfach, warum komme ich nicht frei? Ich war doch genau in derselben Situation wie du. Die Polizisten konnten doch gar nicht wissen, wer Dings ist oder nicht. Aber sie kommt einfach frei und ich nicht. Weil du Bundeswehr bist. Ja, wenn ich Bundeswehr bin, dann müssen die doch umso mehr auf meiner Seite sein, hä? Ja, Waffen. Can you stop? Taiwan ist sehr gefährlich, Abgriff. Oh mein Gott! Hey Mann, Alter. Was für eine Scheiße, ey. Can you stop? Jetzt zock ich hier wieder. Hallo, hier bin ich drin. Hier. Ja. Können Sie mich erstmal rausnehmen? Das hab ich gerade gesagt. Besser ist es. So, was war jetzt genau hier los? Ich wurde als Geisel genommen. Und die haben mich festgenommen. Und dann haben sie mich durchsucht und gesehen, dass ich Waffen hatte. Und dann haben die gesagt, dass es Dings, warum ich Waffen dabei habe. Aber der Typ, dieser Holgersen, hat zu mir gesagt, dass ich keine Waffen von der Bundeswehr kriege, deswegen soll ich mir selber Waffen besorgen. Ja, aber die darfst du trotzdem nicht, wenn du außer Dienst bist. Achso, ich krieg keine Waffen von der Bundeswehr, soll mir selber Waffen besorgen, aber wie soll ich dann die Waffen denn zur Bundeswehr bringen, wenn ich in Dienst bin? Herr Sosa, können Sie kurz... Nein, nicht Bundeswehr, Sie können das im Fahrzeug einlagern. Hä? Ja, wir lagern unsere Waffen ja auch im Fahrzeug, wenn wir auf... Ich war gerade auf dem Weg zum Dienst, Mann! Herr Sosa, können Sie kurz Ihre Hände heben? Ich will gucken, ob das jetzt passt. Ja, okay. Sie waren auf dem Weg zum Dienst. Ja, ich hab nicht sogar gefunkt? Sie haben irgendwas mit Hähnchen-Nuggets oder sowas gefunkt. Ja, ich habe gesagt, dass ich in den Dienst wiederkommen will, aber erstmal will ich mein entweder Hähnchen oder mein Cheeseburger als erstes essen. Da hat keiner geantwortet, also dann habe ich gesagt, ich esse als erstes mein Hähnchen. Ja, wir regeln das. Genau, wo wir dann erstmal gut abziehen. Ja. Okay, könnt ihr mich mit auf die Dienststelle nehmen? Wir nehmen dich mit auf Dienststelle, wenn das nochmal passiert, dann gibt's Ärger. Verdammte Scheiße, yo, was kann ich denn dafür, dass der Wichser mich als Geisel nimmt? Ja, wenn er dich als Geisel... Ja, der Wichser hat mich nicht kontrolliert zum Glück. Und außerdem kann man keine Waffen gerade wegnehmen. Wo steht dein Auto oder wo wurdest du hops genommen? Ich war mit dem Motorrad auf dem Weg. Okay, wo wurdest du entführt? Oben auf diesem Tower da. Da wo man hochklettern kann. Auf den Tower, wo man hochklettern kann. Mace Bank oder was? Nein, da, direkt da, wo es passiert ist. Ach so, da wurdest du hops genommen, direkt. Ja. Eieiei. Dein Motorrad stand da nicht mehr, oder was? Nein, hat der andere Typ dann genommen. Hört. Das wurde mir von dem Kollegen nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr kümmert euch drum und dann haben wir den mitgenommen. Wir kommen nochmal zurück. Was denn los? Hallo? Hallo? Könnt ihr auch mit mir reden? Ja, die funken gerade, Moment. Stop pinging this whole time, this fucking... Wo stehen Sie? Wir stehen direkt Hintereingang.
So, mit. So, Sosa, anscheinend hast du irgendwie versucht, Komm mal bitte raus, Sosa. Was hab ich versucht? Du hast wahrscheinlich gerade versucht, deine Waffen irgendwie an die Polizei anzurichten, haben sie mir gerade gesagt. Was? Ja, deswegen sind wir nochmal hier. Bruder, also wirklich, beim besten Willen, entweder ich knalle jetzt jeden Polizisten ab, einfach weil ich danach sowieso entlassen werde, oder wir fahren jetzt einfach zur Dienststelle, weil ich hab das nicht gemacht. Ja, wie gesagt, das wird jetzt geklärt, das wird jetzt einer zu uns geschickt, wir klären das jetzt hier. Digga, hä? Ich war da oben! Ich kann dir nur sagen, was mir gerade per Funk mitgeteilt worden ist. Ich war da oben und dann sind die, also die, ein Polizist ist zu uns gekommen. Wenn du jetzt wieder Handschellen anlegst, dann dreh ich komplett durch. Ja, muss ich. Nein, musst du nicht. Ich hab gerade Befehle bekommen. Doch, ich hab gerade Befehle bekommen. Bitte aber stehen bleiben. Okay. Hier läuft ein ganz falsches Spiel, ich merke schon. Ja, wir klären das doch gleich. Ich geh mal kurz hoch, ne? Und warum? Warum? Weil ich meine Polizisten, weil ich meine Waffen gerichtet habe. An wen? Wenn ich fragen darf? Hallo? Ich hab gerade meine Befehle bekommen. Ja, aber dann reden Sie doch wenigstens mit mir. Ja, Sie werden jetzt nach ganz normalem Gesetz behandelt werden. Ja, mein Recht ist es auch zu erfahren, was ich falsch gemacht habe, oder nicht? Das machen wir dann in der Zelle. Hä? Ich hab nicht mal was gemacht! Hallo? Wenn Sie im Dienst keine, wenn Sie außerhalb des Dienstes Waffen bei sich tragen, ist es illegaler Waffenbesitz. Sind Sie dumm? Haben Sie mir zugehört? Ich hab's doch schon 20 Mal erklärt! Und an wen soll ich meine Waffen gerichtet haben? Mitnehmen soll? Und nach normalem Gesetz? Ja, scheinbar hat er irgendwie mit Waffen gedroht gegen euch. Wurde gefunkt? Gegen wen hab ich denn Waffen gedroht? Lass mal von dem Auto weg, lass mal eben klären, dass der nicht die ganze Zeit zwischenbrüllt. Ihr Wichser, Mann! Verdammte Scheiße! Ich hoffe, ihr geht alle drauf, ihr Wichser! Hässliche Wichser! Wichser, 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 ihr Wichser! Ja, schieß du, Wichser! Sie sind auch ein Wichser! Und der Typ hier links ist auch ein Wichser! Ihr seid alles Wichser! Jo, was willst du an meinem Auto? Verzieh dich! Geh Schach spielen auf deinen scheiß Schuhen, du Wichser! Ja, ich red mit dir! Geht ruhig weg, hä? Jo, was willst du hier? Verzieh dich von meiner Scheibe! Schreibst du hier so rum? Warum ich hier rumschreie? Weil ich festgenommen werde, obwohl ich nichts gemacht habe. Da ist ein Kopf runtergefallen! Vollidiot! Jo, jetzt nehmen Sie meine Kabelbinder ab, verdammte Scheiße, oder meine Dings, oder es knallt, verdammt!